Und ich sage zu meinen deutschen Freunden immer: Ihr macht es verdammt kompliziert. Hallöchen, du schaust gerade Vitamin Deutsch und ich bin Sam. Herzlich willkommen. Hi. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben, dass es heute mein erstes Video auf YouTube ist. Endlich. Wie ihr bereits im Titel gelesen habt, geht es heute in diesem Video um Sprach- bzw. Deutsch lernen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist kein einfaches Thema oder eine entspannte Geschichte. Und sei mal ehrlich, ihr drückt euch manchmal bestimmt auch davor. Aber genau deswegen will ich heute dieses Video drehen, um euch einige goldene Tipps und Tricks geben, sodass ihr in eurem Sprachlernprozess besser vorankommt. Entweder Deutsch oder andere Sprachen, was auch immer ihr gerade lernt oder zumindest vorhabt, das zu lernen, aber das immer noch nicht angefangen habt. Also ich könnte euch direkt mit Dativ, Akkusativ, Plusquamperfekt, Präpositionen, Reflexivverben, boah, ich hasse sie, also direkt mit schwierigsten Grammatikthemen zuschlagen, aber ob das hilft? Also ich persönlich denke ich nicht, dass es eine gute Strategie sein kann, gerade für Anfänger. Und diese Tipps würde ich als Einstellungen, aka Mindset, bezeichnen, die ihr schon am Anfang des Sprachlernens haben solltet und während des Lernprozesses weiterbehaltet und immer wieder anwenden könnt. Allererster und wichtigster Tipp ist, traut euch, habt keine Angst. Wenn ihr beginnt, eine neue Sprache zu lernen, beginnt ihr auch, Fehler zu machen. Logisch. Und gerade Deutsch im Vergleich zum Vietnamesisch ist ein komplett anderes Sprachsystem mit anderen Buchstaben, anderer Aussprache und komischen grammatischen Regeln. Ihr müsst ja am Anfang schon verstehen, dass Fehler ein Teil des Sprachlernprozesses sind, also lasst euch dadurch nicht entmutigen. In meinem Studium gibt es sogar ein Forschungsgebiet namens Fehlerdidaktik, die sich nur mit Fehlern von Sprachlernenden beschäftigt. Deutschlehrer, so wie ich zum Beispiel, haben sich ja darauf eingestellt, dass ihr Fehler machen werdet. Und aber, wir empfinden es als Entwicklungszeichen. Also, alles gut. Durch Fehler habt ihr ja versucht, euch selbst auszudrücken. Ihr werdet den Lernstand selbst reflektieren und solche Fehler zukünftig vermeiden. Also, geht bitte raus und sprecht aus. Ein angstfreier Umgang mit Fehlern ist die Voraussetzung für den Lernertrag. Das heißt, ihr solltet wirklich offen damit umgehen. Ich persönlich mache es total gern, wenn mich ein Muttersprachler korrigiert. Das sollte aber im Voraus abgesprochen werden. Wegen der Höflichkeit werden sie euch bloß nicht unterbrechen, um einen falschen Artikel zu korrigieren. Nach dem Motto, das Apfel, der Banane. Nein, 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 der Apfel. Die Banane. Vor allem, wenn ihr eine Geschichte erzählt. Und wenn sie das tun, sucht euch lieber einen neuen Freund. Zweiter Tipp ist sammeln. Und damit meinte ich keine Coupons oder Rabattgutscheine. Wenn ihr zum Beispiel beim Lesen, Netflixen oder auf YouTube rumgucken, kreativen Ausdrücken oder einem interessanten Satzbau begegnet, schreibt sie auf. Entweder aufs Papier, wenn es bevorzugt, analog auf Notebook zu schreiben oder halt aufs Handy, wenn es schnell gehen soll. Und wenn ihr in Deutschland wohnt und Deutsch als Zweisprache lernt, habt ihr noch mehr Vorteile, was Authentizität der Sprache angeht. Wie zum Beispiel in der Bahn, im Fernsehen, auf Facebook, aber auch im Gespräch mit anderen Leuten wie Kollegen, Kommilitonen oder den Nachbarn. Ich sage euch, dadurch lernt ihr unheimlich viel und besonders authentisch. Ich bin ein Riesenfan von Wortspielen. Ich lerne die neuen Wörter dadurch, mindestens mit zwei Bedeutungen. Und je mehr Wortspiele ihr kennt, desto größer und stärker ist eure Sprachbewusstheit. Und dazu komme ich in einem anderen Video. Also vergesst nicht zu abonnieren. Na, wie findest du das Video soweit? Lass bitte einen Daumen hoch, wenn es dir bisher gut gefällt. Und das ganze Aufschreiben und Aufstapeln der Wörter würde euch auch nicht helfen, wenn ihr euch nicht selbst aktiv die Wörter merkt. Also versucht mal am nächsten Morgen, direkt nach dem Aufstehen schon,
euch 5 Minuten aufzusparen und euch an die Wörter zu erinnern, die ihr selbst gestern aufgeschrieben habt. Und der Tipp hat mir dann sehr gut weitergeholfen, sodass ich die Wörter sehr, sehr lange im Gedächtnis behalten kann. Kommen wir zum dritten Punkt, einsprachige Wörterbücher. Generell würde ich euch sehr ans Herz legen, Bedeutungen von neuen Wörtern im Kontext zu entdecken. Also die Wortbedeutungen erstmal selbst erraten und dann auf Wörterbücher zugreifen. So entwickelt ihr langsam mit der Zeit die Sprachbewusstheit und bereichert das Sprachgefühl. Und wenn die Vermutung richtig war, bekommt ihr eine kleine Freude, ein Erfolgserlebnis. Ihr lernt die jeweiligen Wörter nicht isoliert, sondern immer in einem bestimmten Kontext, den ihr später auch im Gespräch wiederverwenden könnt und daraus neue Varianten ausprobieren könnt. Also 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, das fällt mir zu schwer, das ist mir zu kompliziert, ich verstehe den ganzen Wörter nicht, wie kann ich dann den Sinn des Satzes erschließen? Ja, dann könnt ihr gerne auf Wörterbücher zugreifen, aber bitte einsprachige Wörterbücher. Solche Wörterbücher werden in der Zielsprache bereitgestellt. Das heißt, Definition, Beispiele und Grammatik werden alle auf Deutsch verfasst. Ja, ich weiß, wenn ihr eine neue Sprache lernt, tendiert ihr eher dazu, auf Google Translation zuzugreifen. Aber das würde meiner Meinung nach dem Spracherwerb einigermaßen beeinträchtigen. Wenn ihr dort zum Beispiel ein neues Wort nachschlagt und die Definition in der Muttersprache seht, also in diesem Fall auf Vietnamesisch, dann wisst ihr ja, A bedeutet B und ihr werdet das neue Wort nur in diesem Kontext lernen und später auch verwenden, weil ihr einfach die Bedeutungen, Definition und Fallbeispiele des neuen Wortes nicht gesehen habt. Ich sehe es genauso, wie man zum Beispiel, sagen wir mal, eine Matheaufgabe, eine schwierige Matheaufgabe zu erledigen hat, aber zugleich die Lösung direkt vor den Augen zur Verfügung gestellt bekommt. Wie würde es funktionieren? Also ich bin nicht gut in Mathe, aber das macht nichts. Was ich damit sagen möchte, das erleichtert den ganzen Denkprozess und schränkt das Verständnis des neuen Wortes ein. Im Vergleich dazu, wenn ihr aber einsprachige Wörterbücher benutzt und die Definition in der Zielsprache lesen musst, dann muss das Gehirn mehr arbeiten, um die neuen Informationen zu verarbeiten. Und genau deswegen wird das neue Wort länger im Gedächtnis bleiben. Wollt ihr Beispiel? Habt ihr gleich. Ich surfe auf Facebook rum und habe dieses Bild oder Foto gesehen. Und da habe ich mich gefragt, was könnte Backpfeifengesicht bedeuten, weil ich ja dieses Wort noch nie gesehen hatte. Und ich war so, Ma Hui Sao Hun Mat. What? Das war etwas verwirrend und lass uns gleich mal gucken, was Duden sagt. Ah, okay, sehr interessant. Duden hat das Wort also mit einem Synonym erklärt. Ohrfeigendes Gesicht. Was könnte das bedeuten? Unsympathisches, dümmlich provozierendes Gesicht. Also, Mat Mu Geng Geng Lao Nien Ji Mun Dang. Mega cool. Gucken wir mal, was Google Translate sagt. Okay, und so. Mot Hun Mat Geng Mun Gai Nam Dai. Ihr wisst jetzt, was ich meine. Genau deine, hör mal. Ein weiteres Beispiel. Okay, mir fällt jetzt ein interessantes Wort ein, nämlich Erbsenzähler. Lass uns mal gucken, wie Duden das Wort erklärt. Bedeutung: männlicher Person, die kleinlich und geizig ist. Nhỏ nhen, bẩn tiện, kẻ sỉ, kỳ bo, hà tiện, người đếm đậu. Cái từ này giống như tiếng Việt mình nói là đo chai nước mắm đếm củ dưa hành ấy. Đây không có nước mắm, đây không có dưa hành thì người ta phải lấy đậu ra đếm. Đếm từng hạt đậu thì mọi người biết là kẻ sỉ như thế nào. Ok, quay lại Google nhé. Also, ich bin gespannt, was Google Translate sagt. Quay đậu. Quay đậu. Quay đậu. Ihr wisst jetzt, was ich meine. Mọi người ơi, hãy subscribe. Mình sẽ giúp các bạn nói tiếng Đức xịn và biết thêm mấy điều hay ho. Meine Empfehlungen für einsprachige Wörterbücher sind Duden, DWDS und Langenscheid. Die sind zuverlässig, übersichtlich und kostenlos. Mehr brauche ich nicht.
Ja, ich weiß, am Anfang wird es sicher schwer sein und euer Kopf wird sich bestimmt herausgefordert fühlen. Aber versucht das mal. Ihr werdet mit der Zeit selbst bemerken, wie vollständig ihr das neue Wort in verschiedenen Kontexten verstehen könnt. Und genau das wird dem Spracherwerb unheimlich viel helfen. Ich glaube, ich mache das jetzt spannend. Ihr dürft es abstimmen, was das nächste Video sein kann, für nächste Woche. Ich habe ja schon die Vorstellung, dass ich über mein Studium in Deutschland erzählen werde, auf Vietnamesisch sogar. Und ihr könnt ja abstimmen, entweder Vorteile oder Nachteile. Ich werde insgesamt 2 Videos machen. Vorteile, Nachteile. Ja, so habt ihr sie, mit sie. Lasst mich also wissen, was ihr dann nächste Woche schauen möchtet. Wenn ihr bis jetzt noch bleibt, vielen lieben Dank von mir. Anmerkungen, Kritik, Feedback, alles unten in die Kommentare. Und erzählt mir gern, welchen Tipp ihr denn am besten findet und demnächst ausprobieren möchtet. Last but not least, sprichst du auch Vietnamesisch? Dann schau doch mal nächste Woche bei meinem vietnamesischen Kanal vorbei. Den Link findest du in der Infobox. Sonst lasst uns in 2 Wochen nochmal hier wiedersehen. Ciao! Và trong video sau mình sẽ nói về các cách trả lời thay vì yeah. Vì mình thấy khá nhiều người ở đây khi học tiếng Đức thì rất hay trả lời yeah, yeah, yeah.